Hallo liebe Fotofreunde, ich habe euch ja versprochen, dass ich auch über die günstigste Canon sprechen möchte und die kostet momentan im Handel, Preis heute, 504 Euro brutto bei Amazon und ich denke, diese Kamera klein, leicht und günstig ist die richtige Kamera für Einsteigerinnen und Einsteiger. Ich habe jetzt keine EOS R100 bei mir, aber ich habe die EOS R10 und die R100 ist noch ein wenig kleiner als diese R10, ist also wirklich die kleinste und leichteste und günstigste Canon R-Kamera. Und was mir daran gefällt, ist ganz einfach der Preis, aber APS-C-Format, sprich großer Sensor, siebenmal größer als die größten Sensoren in den teuersten Handys und Smartphones. Zusätzlich mit einem modernen Bajonett von Canon, das man später natürlich auch für andere Objektive nutzen kann, auch für Vollformat-Objektive. Man hat aber auch die Möglichkeit, mit alten EFS-Objektiven zu arbeiten. Da braucht man dann noch einen Adapter dazu. Da habe ich hier einen von der Firma Meike. Diese Adapter funktionieren bestens und ich habe hier zum Beispiel ein EFS 10 bis 18 mm, also ein Ultraweitwinkel. Das heißt, man hat die Möglichkeit, mit dieser R100 Kamera von Canon relativ günstig zusätzliche Objektive erhalten. Und natürlich auch in späterer Folge diese Objektive auch später noch für Vollformat verwenden zu können, wenn man EF-Objektive und R-Objektive im Vollformat-Modus hat. Das heißt, wenn man als Einsteiger zunächst einmal fotografieren lernen möchte und das erlaubt diese Kamera besonders gut, weil es gibt hier die Möglichkeit, einfach einzusteigen im Automatikmodus. Dann kann man langsam umsteigen mit Hilfe der Kamera, mit den Assistenten am Display der Kamera in die manuelle Fotografie einsteigen. Und wenn einem das noch immer gut gefällt und das Hobbyfotografie weiter ausgebaut wird, kann man sich zusätzlich in späterer Folge auch eine Vollformat Canon R dazulegen. Also das ist sicher für mich aus meiner Sicht eine sehr günstige Kamera für junge Fotografinnen und Fotografen und für Leute, die wenig Geld ausgeben wollen. Das ist sicherlich besser am Anfang hier ein wenig zu sparen, um zu schauen, ob die Fotografie für dich eigentlich dann das optimale Hobby ist. In diesem Sinn würde ich dir empfehlen, schau dir diese Kamera mal im Handel an. Schau, ob sie dir gut in der Hand liegt, ob dir die Haptik gefällt, die dir die Kamera bietet. Die Kamera hat natürlich kein Flip-Display. Das heißt, wenn man sich da selbst filmen möchte, benötigt man dann zusätzlich noch einen Spiegel, den man auf die Kamera, auf den Blitzsteckschuh draufgeben kann. Da gibt es verschiedene Modelle und eigentlich sollte man ja, wenn man in die Kamera spricht, sowieso ins Objektiv schauen und nicht aufs Display daneben. Man kann also mit der EOS R100 nicht nur fotografieren, sondern auch filmen. Das kann heute jede moderne Kamera. Und ich würde sagen, für Anfänger bestens geeignet, um wenig Geld am Anfang ausgeben zu müssen.
Wenn du dich dann in späterer Folge und du schon ein wenig fotografieren kannst, auch in die Porträtfotografie hineinbegeben möchtest, gäbe es auch die 50 mm R-Variante für Vollformat. Da wird aber dann bei APS-C-Sensor dieses quasi 50 mm zu einem 85 mm Teleobjektiv und das ist das optimale Objektiv mit Blende 1.8 für die Porträtfotografie zu Beginn. Also auch das wäre möglich, dass man einfach die Vollformatobjektive auf die Kamera drauf gibt und damit aber mit Vollformat am APS-C-Sensor fotografiert. Wenn dir der Tipp gefallen hat, dann freut es mich. Schau dir die Kamera an, gib mir einen Daumen nach oben, unten abonnieren, Glocke nicht vergessen, um auch in Zukunft mit dabei zu sein. Noch besser kannst du dich mit unserem Team vernetzen, wenn du Kanalmitglied hier auf YouTube wirst. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video.